Was für ein Intro. Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt zu einem neuen Video. Heute starten wir mit einer neuen Pilotenfolge. Und zwar mit Digimon Roll 2003. Und damit gehen wir auch schon direkt rein. Ich muss sagen, zu Digimon Roll 3, also ich habe das Spiel tatsächlich noch nie komplett durchgespielt und ihr habt das auch in die Kommentare reingeschrieben, dass ihr Bock drauf hättet, dann schauen wir uns das gerne mal an. Und ja, ich werde auf jeden Fall eure Hilfe brauchen bei dem Let's Play, weil ich weiß, ich habe es mal angefangen und bin da sehr oft angestanden. Aber gut, gehen wir es an. Sie sind spät dran, was machen Teddy und Ivy denn bloß? Es bleibt keine Zeit mehr, um Digimon Online zu spielen. Okay, da sind wir etwas ungeduldig. Ivy soll nicht kommen, aber Teddy hat's natürlich herumerzählt. Sie hätten sich schon vorher eine Anmeldung besorgen sollen. Ja. Okay, und wir warten noch immer. Aha. Neueste Meldung. Die Europazentrale der Verbrecherbande AOA wurde von der internationalen Polizei SAP entdeckt. Die Razzia fand gestern um Mitternacht mit Unterstützung der Armee statt. Die Anführer der AOA wurden vor Ort verhaftet. Man glaubt damit, eine Verbindung zwischen den AOA und Internetterrorismus herzustellen. Okay, alles klar. Ich muss noch etwas ins Lesen reinkommen, Leute. Nach meinem Urlaub, aber ja. AOA ist doch die Gruppe, die Digimon zu Bösen angestiftet hat. Ich kann nicht glauben, dass jemand Digimon so etwas antun konnte. Könnte. Danke fürs Warten, tut mir leid, dass wir zu spät sind. Junior, warum redest du mit dir selbst? Das ist gruselig. Na endlich, Teddy! Teddy! Ich musste den Mr. Bing gerade machen. Warum ist denn Ivy überhaupt hier? Du sagst immer, Digimon sind für Kids. Ich will Digimon Online spielen, okay? Ich habe nie gesagt, ich hasse Digimon. Und da kommt schon so Fetzerei. Junior, Ivy, los jetzt, auf zum Online-Center. Okay, dann machen wir uns auf den Weg zum Online-Center. In Kusanagi City. Das ist also das Magami Online Center. Cool. Ja, dies ist das Matrix-System. Es digitalisiert unsere Ideen und Gedanken und sendet sie ans Netz. Wie geht das wohl? Ich will wissen, was dahinter steckt. Okay. Wir sind ziemlich ungeduldig. Hey, was macht ihr beiden denn da? Los, wir richten ein Konto an und betreten die Digi-Welt. Aha, okay. Hello. Willkommen im Magami Online Center. Dieser Service ist für Reisende in die digitale Welt. Spielt ihr zum ersten Mal Digimon Online? Ja. Bevor wir euer Konto einrichten, müsst ihr euer Partner-Digimon auswählen. Oh, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wählt ein Starter-Pack A, B oder C. Jedes Pack hat drei Arten von Digimon. Okay. A ist Ausgleich Kotemon, Renamon, Patamon. B ist ein Kraftpack Monmon, Agumon, Renamon. C ist ein Maniac-Pack Kumamon, Gilmon, Patamon. Welches der drei hättet ihr gern? Und ich war schon tatsächlich, wen ich nehmen werde. Okay. Was ist, Junior? Worüber denkst du nach? Nimm ein Pack mit einem Digimon, den du magst. Ich weiß nicht, alle Packs haben ein Digimon, das ich mag. Ja, es kommt hin tatsächlich. Welches Digimon magst du denn nicht? Nimm einfach ein Pack ohne ein Digimon, das du nicht magst. Es gibt keine Digimon, die ich nicht mag. Doch, die gibt es. Ich mag eben alle. Also, wenn du alle Digimon magst, gibt es doch kein Problem. Los, entscheide dich, dann können wir endlich zur digitalen Welt.
Ich glaube, an die, die das Next Order Let's Play von mir gesehen haben, werden wissen, welches Digimon ich nicht mag. Julio, hast du dich immer noch nicht entschieden? Das solltest du aber, sonst gehe ich nämlich schon mal vor. Nee. Wir kommen schon nach. Habt ihr euch entschieden? Junior, ich lasse dich echt hier stehen. Okay, dann registriere ich jetzt euch und eure Partner-Digimon. Passt. Und jetzt dürfen wir wählen, soweit ich weiß. Wir wissen alle, Geschmäcker sind verschieden. Deswegen werde ich euch sagen, wen ich nicht mag und wen ich nehmen werde. Willkommen bei Digimon Online. Jetzt beginnt die Registrierung deines Online-Accounts und Partner-Digimons. Der Accountname ist dein Name in der digitalen Welt. Okay, wähle deinen Partner-Digimon aus einem der drei Starter-Packs aus. Der Vorgang beginnt jetzt. Ein FTD Johnny geht sich nicht aus, das heißt, wir werden schlicht und einfach FT sein dieses Mal nur. Oder? Ja, es geht sich nicht aus. Ha, okay. So. Okay, hier habe ich. FT. Perfekt. So, ja. Ich finde Kotemon ziemlich cool. Renamon mag ich halt gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mit Renamon einfach nicht. Patamon finde ich auch verdammt geil. Angemon, Magna Angemon und Seraphimon. Hier mag ich tatsächlich Monmon nicht. Agumon, ich liebe Agumon, aber da habe ich Monmon und Renamon drinnen. Das heißt, es bleibt nur noch mehr das Maniac Pack übrig, wo ich Kumamon tatsächlich mag. Gilmon mag ich auch und Patamon mag ich. Ich finde es halt schade, dass ich hier kein Agumon habe, aber mit Kumamon und Gilmon bin ich ganz zufrieden. Und ja, Patamon ist halt auch nice. So, Account registrieren. Ich weiß, dass ich im weiteren Verlauf dann noch die anderen Digimon freischalten kann, wie zum Beispiel Agumon oder auch Wemon. Da habe ich halt keine Ahnung, wie das genau geht. Da müsste man irgendwie die Daten sammeln, dann bekommt man die oder was auch immer. Und ja, das müssten wir uns halt genauer anschauen. Ich finde es halt schade, dass es hier tatsächlich kein richtiges Insekten-Digimon-Starter, also Starter-Digimon gibt. Aber ja, ich weiß, dass man im weiteren Verlauf dann irgendwie Kabuterimon und Stingmon und so weiter bekommen kann, aber ich hätte es schon nice gefunden, wenn man von Anfang an so einen Insekten-Digimon haben hätte können. Aber gut, Registrierung beendet. Geh jetzt bitte in die Kammer. Okay. Okay, Teddy, Ivy, auf in die digitale Welt. Hey, warte, Junior. Ich bin noch nicht fertig. Ja, wir konnten uns anfangs nicht entscheiden und jetzt machen wir uns einfach straight auf den Weg in die digitale Welt. Wow. Das ist also die Kammer. Jetzt kann das Spiel beginnen. Wie aufregend. Mit welchem Namen seid ihr registriert? FD. Okay, und wir warten wieder ganz ungeduldig. Bestätigt, vielen Dank. Bitte betretet die Kammerkapsel da drüben. Ist ja schon creepy irgendwie. Okay. Und ich glaube, im ganzen Verlauf kommen wir nicht einmal in die reale Welt zurück, oder? Hey! Gehst du etwa ohne uns? Junior, warte! Im echten Leben. Stellt euch das mal im echten Leben vor. Das muss ja so extrem eigentlich sein, dass man in so einer komischen Kapsel drinnen ist, aber ja. Let's go! Aha, Access denied. So gesehen hat das ja was von Cyber Sleuth mit der. Leute, ich weiß nicht, wie man es genau spricht, mit der Edenwelt. Und da sind wir nun angekommen endlich. Wow! So sieht also die Digi-Welt von Digimon Online aus. FD, willkommen beim Asuka-Server.
Hol bitte deine Digimon-Daten in der Lobby ab. Hä? Digimon? Ach, verstehe. Ich gehe schon. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Okay, dann können wir schon hier durchlaufen. Ich müsste nur einen kurzen Cut machen, Leute. Okay, sorry für den kurzen Cut und weiter geht's. So, willkommen. Hier findest du Tipps zum Spielen. Diese Daten werden auf deinen Satelliten angezeigt. Okay. Ich dachte, ich muss da hin. Klar, ich brauche meine Partner-Digimon-Daten. Bekomme ich die nicht bei dir? Okay. Soll ich dann deine Partner-Digimon rufen? Ja, bitte. Ich verstehe. Super, das freut mich, wenn du es verstehst. Ich lade jetzt die Digimon-Daten von deinem Satelliten. Bitte warte an der Online-Markierung auf dem Boden. Das soll eine Online-Markierung sein. Wow, ich kann es kaum erwarten, mein Digimon zu treffen. Sind mehrere, mein Freund. Oh, hey FD. Hey, was macht ihr denn? Ihr seid so lahm. Alles klar. Was? Quatsch, du bist bloß zu schnell. Oder Ivy? Nein, ich heiße Kyle. Vergiss das nicht. What the fuck? Kyle? Das ist dein neuer Name? Komisch, hört sich wie ein Männername an. Den habe ich mir ausgesucht, okay? Ich war zu faul und heiße weiterhin Teddy. Ich werde den Joke leider so oft bringen, ich weiß nicht warum, Leute. Kumamon, Gilmon und... Okay, da wurde es etwas leiser. Interessant. Patamon. Oh, cool. Hier sind meine Digimon. Wow. Wer hat sich das nur ausgedacht? Bandai. Gute Frage. Hallo zusammen, ich bin FD. Freut mich sehr. Verstanden, auf in den Kampf. Gilmon macht FD zum Champion. Jawohl. Hi, ich tue mein Bestes. Ja, das glaube ich, Patamon. Okay, ihr drei, ich verlasse mich auf euch. Los geht's. Juhu. Okay, ich bin weg. In Ordnung, wir teilen uns jetzt auf. Bis später. Und wir gehen. Okay, jetzt geht's los. Ah, sieh an, dich kenne ich noch nicht. Bist du neu hier? Ja, ich habe mein Digimon gerade bekommen. Dann kämpfe ich jetzt mit dir. Macht nichts, wenn du die Regeln nicht kennst. Wichtig ist dabei, Erfahrung zu sammeln. Okay, das ging ja schnell. Und jetzt kommen wir endlich zu den Kämpfen in Digimon World 2003. Ja, wir haben hier halt verschiedene Sachen. Ich bin mir nicht sicher, was die Marke ist. Okay, die Marken sind quasi, dass wir unsere Digimon wechseln. Hier mit DV ist die Digitation. Mit den Techniken haben wir besondere Techniken, die wir mit unseren Digimon einsetzen können und können ganz normal angreifen. Dann greifen wir mal normal an. Und was mir an dem Spiel, also... Ich habe ein Problem mit dem Spiel. Mir mangelt es an Geduld und es dauert mir tatsächlich etwas zu langsam. Aber wir werden da wohl durch und werden da schon irgendwo hinkommen. Kumamon, Rückzug, okay. Dann greif noch einmal an. Ich meine, für damals war es wahrscheinlich revolutionär. Wow, 3D-Kämpfe im... Judged mich nicht, Pokémon-Stil. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, können wir das Kuwagamon besiegen? Ich werde halt offscreen, Leute, werde ich halt definitiv im Fast-Forward-Modus leveln und ihr könnt es mir reinschreiben, dass ich das dann vielleicht möglicherweise auch hier mache.
dass wir die Kämpfe, wenn es euch nicht gefällt, wenn es euch zu lange dauert, in Fast Forward machen. Müsste ich mir nur irgendwo eine Taste einstellen, dass ich das schnell hindrücke. Und ja, aber wenigstens die doppelte Geschwindigkeit wäre wahrscheinlich nicht so schlimm. Gut, wir haben Kuwagamon besiegt und bekommen Erfahrungspunkte. Bekommt das nur Kumamon? Ja, nur Kumamon. Und ja, damit wir eigentlich richtig durchstarten können, werden wir so oder so etwas hochleveln müssen. Gewonnen! Für einen Anfänger bist du ganz gut. Du hast das Potenzial, einmal World Champ zu werden. Danke dir. Das ist mein Traum. Um das zu erreichen, musst du noch viel über Digimon lernen. Vor dem Verlassen der Stadt solltest du ins Digimon-Labor gehen. Digimon-Labor. Wird gemacht. Vielen Dank. Okay. Hast du überhaupt eine Aktentasche? Was ist denn das? Aha, dann gehst du am besten zum Gelben Kreuzer. Dort lernst du alles Wichtige über den Kampf mit Karten. Geh jetzt, ich verlasse mich auf dich, Kleiner. Und jetzt kommen wir halt zum nervigen Teil. Was mir an dem Spiel nicht unbedingt gefällt, manche Sachen muss man halt komplett alleine rausfinden, was tatsächlich gar nicht so einfach ist. Okay, wir sind hier und reden mal mit allen hier. Ich bin Dr. Kadomatsu, der Lehrer für Digimon-Forschung. Im Digimon-Labor tauscht und digitierst du Digimon. Okay, willkommen in meinem Labor. Was willst du mit deinem Digimon tun? Ich glaube, tatsächlich kann ich hier noch gar nichts machen. Ja, anscheinend. Dann gehen wir mal zurück und ja, die Ladezeiten sind hier halt voll in Ordnung, meiner Meinung nach. So, hier lernst du was über Digitationen, du hältst blablabla, okay. Wir bringen dir Digimon-Technik bei, du hältst Tipps zu Digimon-Kampf und Digimon-Zucht. Aha. Wie soll ich mein Digimon züchten? Die Parameter unterscheiden sich je nach Zuchtmethode. Das will ich mir tatsächlich durchlesen, oder? Ja, möchte ich hören. Hier findest du Hinweise zum Digimon-Kampf und zum Züchten von Digimon. Die Daten werden auf deinen Satelliten angezeigt. Bitte sag mir, das sind jetzt 17.000 Sachen, die ich lesen muss. Okay, Angriffsarten. Setze physische, magische oder unterstützende Techniken ein. Bei Bedarf ein. Angriffsattribute. Greife Gegner mit gegnerischen Attributen an und nutze verbündete Attribute. Okay. Technische Effekte. Die Wirkung von Gift, Lähmung und so weiter ist je nach Digimon unterschiedlich. Statusleisen. Statusleisen außer Fluch von Kartmon verschwinden nach dem Kampf. Ja. DNA-Digitation. Mach aus zwei Digimon einen Digimon. Nach DNA-Digitation tauschen beide. XP-Verteilung. Alle Digimon, die gekämpft haben, erhalten XP, okay? Training. Digimon können mit TP-Trainingspunkte, okay. Digitationsfähigkeiten. Digitationsfähigkeiten nehmen mit der EXP zu. Das war schon alles. Viel Glück. Okay, dann gehen wir mal raus. Und weiter geht's. So. Wohin mussten wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung, schauen wir uns mal einfach um. Ich glaube zum Kartendings. Okay, hier bei Gardromon kann man speichern. Okay, bei Gardromon können wir über Nacht unsere Digimon heilen. Später werden wir dann genau hier hinkommen müssen und das war halt damals so schlimm, das herauszufinden und ich denke, ich wage mich an den Weg zu erinnern, wie wir jetzt zu den Karten kommen. Okay, gehen wir mal durch. Und das sollte hier die nächste Tür sein. Eldorado. Was ist ein Eldorado? Okay, wir sind richtig. Dieses Eldorado der Sammler. Oh, du bist kein Mitglied, oder? Deine Digimon sehen auch nicht so cool aus. Du kannst kein Mitglied sein. Du Hurensohn. Das geht auch etwas freundlicher, mein Freund. Was haben wir hier? Gelber Kreuzer. Da mussten wir hin. Ah, okay. Da sind die Karten. Hä? Ah, ein neuer Kunde. Dann gebe ich dir eine Aktentasche. Du kannst drei Ordner hineintun, die du gemacht hast. Ordner? Was ist ein Ordner? Bist du so dumm? Ein Ordner ist ein Satz aus 40 Karten, die du wählst. Bis zu 4 identische Karten können in einem Satz sein. Okay. Kartensatz? Was macht man damit? Ja, Daimon denkt sich, nein, nicht du bist unmöglich, sondern innerlich so, du bist dumm.
Kartenkampf. Du bekämpfst andere Spieler. Du ziehst Karten, setzt Digimon ins Feld und kämpfst. Schau, da ist gerade ein Kampf im Gange. Okay, ich bin aber nicht in die Digi-Welt gekommen, um Karten zu spielen. Obwohl ich es... Ich fand es ziemlich interessant, aber ich habe es halt nie wirklich verstanden. Ich zog Kalumon und bin zuerst dran. Zugfahrt, also ziehe ich 6 Karten von meinem Stapel. Toll, ich habe gute Karten. Wow. Das sagt man nicht. Jetzt, Ladephase. Ich lege meine Programmkarte auf. Oh, ich passe. Ich passe auch. Wir haben beide gepasst. Die Ladephase ist also zu Ende. Nun folgt die Beschwörungsphase. Wir zeigen die Karten. Okay, alle gleichzeitig. Ich habe einen Kendallmon. Ich habe 2 Hawkmon, 2 Agumon und 2 Meramon. GG. Was? Nimmst du mich auf den Arm? Nein, ich habe einen Plan. Der wahre Thema kämpft mit dem ganzen Stapel. Ich setze die Feuerkanone gegen Renamon ein. Mit Eiskäfer außer Gefecht. Was jetzt? Aha. Du hast Eiskäfer. Kann nichts machen. Ich passe. Es ist der Blauorden, also habe ich 4 Eiskäfer. Okay, ich passe auch. Die Sammelphase ist zu Ende. Ja. Leute. Juckt mich nicht, bin ich ehrlich. Weg mit euch. Wir haben es verstanden. Verstanden ist echt spannend. Ja. Du schaffst es nicht so schnell, aber... Hier eine Aktentasche in die 3 Ordner passen. Ich gebe dir meinen Praxisordner. Okay, wow, danke, ich tue mein Bestes. Aber ich habe keine Ahnung, worüber die reden. Frag Ken oder Luke, sie erklären es dir. Wenn dein Partner besser wird, kannst du mit allen kämpfen. Ein guter Spieler ist ein guter Thema. Thema mit starken Partnern kämpfen sehr viel. Danke. Okay, danke für alles, Daiwamon. Viel Glück, bis dann. Okay, und ab hier bin ich ziemlich lost und ich habe tatsächlich keine Ahnung, was man machen soll. Ich weiß aber, dass ich etwas trainieren muss, was ich auch jetzt machen werde auf die Schnelle. Dann zeige ich noch einmal das Werte-Boosten. Und ja, da ist halt ganz wichtig, dass ihr mir, wenn ihr Ahnung davon habt, mal in die Kommentare schreibt, wo es dann tatsächlich weitergeht. Weil ich werde es auf jeden Fall versuchen, selber rauszufinden, aber ich bin halt... eine Laie in dem Spiel. Aber gut. Wir gehen mal raus in die Digi-Welt. Und ich finde das interessant, wie das Ganze die Map ladet, während man herumläuft. So, wir sind auf der Asuka-Brücke und gehen weiter. Und sind jetzt im Zentralsektor, im Zentralpark. Wo Leomon hier auf uns wartet. Sprich, wenn die einmal geladen ist, muss sie nicht noch einmal geladen werden, denke ich. Und ja, wie begegnet man Digimon? Ganz einfach. Wir laufen einfach rum, bis irgendeines rauskommt. Das werden wir jetzt sogar auf die Schnelle einmal machen. Und mal sehen, ob wir eins finden. Da haben wir eins. Ein Tapiemon oder Kunemon? Ein Tapiemon. Okay. Und Kumon ist nicht bei Full Life, was nicht gut ist. Aber Tapiemon sollte jetzt auch nicht so stark sein. Ja, einen zweiten Angriff und das wäre es dann auch schon gewesen. Okay, Kumon hat tatsächlich nicht so viel Schaden abbekommen, wie ich zuerst erwartet habe. Und Tapiemon sollte jetzt besiegt sein. Ich glaube, es gibt sogar so Sondermomente, wo man dann einen One-Hit-KO machen kann. Schaffen wir noch einen zweiten Gegner so auf die Schnelle. Aber ich level mal schnell ein Level hoch und wir sehen uns gleich wieder. Okay Leute, ich habe jetzt alle 3 um ein Level höher gebracht. Und dann gehen wir mal ins Training zu Leomon. Und ich fand das halt so geil, immer das Training. Aber ja, jetzt müssen wir uns halt anschauen, wer was für Sachen benötigt tatsächlich. Weil wir haben physische Angreifer, wir haben spezielle Angreifer und so weiter und so fort. Gilmon hat halt so verdammt viel MP und hat halt eine spezielle... wie heißt denn das? Einen speziellen Angriff. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es dann das hier ist.
Ich denke aber tatsächlich schon. Was haben wir hier? Yoga, den Gas trainieren. Okay, ich denke, das hier ist es. Dadurch sollten die Angriffe stärker sein. Und ja, dann gehen wir mal bei Gilmon damit rein. Und einmal geschafft. Komm, schaffen wir es dreimal. Gilmon. Sehr stark. Damit sollte auch jetzt eine MP-Attacke stärker sein. Bei Kumamon ist es ganz einfach. Das ist ein physischer Angreifer. Der puncht sich durch. So. Kumamon. Das war gerade nicht so gut. Und bei dir ist es halt... Ja, okay. Geist trainieren definitiv, weil Patamon ist auch ein extremer spezieller Angreifer. Und sehr stark Patamon, komm. Das hat so cool ausgeschaut. Nicht noch einmal. Nein! Drecksding! Okay, damit hätten wir es mit dem Training. Ich werde euch jetzt noch einmal von allen dreien den Spezialangriff zeigen. Und ich hätte gesagt, dann hätten wir es mit dem Part. Gilmon mit seiner Pyroflamme, Kumamon mit seinem komischen Punch, Patamon mit seiner Luftblase und die paar Erfahrungspunkte. Können natürlich nicht schaden. So. Jetzt solltest du ihn theoretisch mit der Pyrosphäre one-hitten. Davor hast du ihn halt wirklich auf verdammt wenig Leben gelassen. Und das halt die Spezialattacke. So, Kunemon ist besiegt. Nice. Und da holen wir uns mal auch die Erfahrungspunkte ab und haben sogar einen weiteren Level geschafft. Okay, nice. Dann sollte dasselbe jetzt auch gleich bei Kumamon der Fall sein. Ich denke, es ist gut, die Digimon für den Anfang tatsächlich auf Level 5 mal zu bringen. Das kann natürlich dauern, weil wenn man jetzt dann in die nächsten Gebiete geht, sind dort die Digimon dann schon um einiges stärker. So, jetzt darf mal Kumamon ran. Kumamon hat jetzt auch genug MP dadurch, dass er das nächste Level erreicht hat. Und wir werden das schon irgendwie hinbekommen. So. Jetzt müssen wir nur noch mal einen Gegner finden. Haben wir das Glück? Haben wir es nicht? Okay, schaut gerade nicht so gut aus. Okay, wir sind jetzt im nächsten Kampf drinnen und ja, das nächste werde ich dann halt jetzt skippen, das Herumlaufen, bis wir dann jemanden gefunden haben. So, jetzt kommt Kumamon. Mit einer... Ja, mit einer fetten Faust ins Gesicht. Damit ist Kumamon jetzt auch besiegt und... Kein Level Up. Okay, wir sehen uns gleich beim letzten Kampf wieder. Und da sind wir jetzt auch schon im Kampf drin und schauen uns mal die Boom Bubble von Patamon an. Ich denke, Patamon hat die höchste Weisheit von allen. Und das sollte bestenfalls auch ein One-Hit sein. Ja, drei One-Hits. Nice. Und ja, damit Leute, hätten wir es zu dem Part. Ich bedanke mich an alle, die da zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Kommentiert das Video auch liebend gerne. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Wie findet ihr das Spiel? Wollt ihr mehr dazu sehen? Und vielleicht wird es ja die nächste Digimon-Serie auf dem Kanal. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.